Und wir durften dort im Hotelzimmer Mäuschen spielen. Hanneke? Ja, sie ist. Mit deiner Erlaubnis gehe ich noch mal meine Dankesrede durch. Was werde ich sagen? Thank you very much, dear Academy. Thank you, Quentin. Quentin sage ich immer. Hanneke? Ja? Und was hältst du von der Idee, wenn ich die Dankesrede ein bisschen auflockere? Mit deinem Witz vielleicht? Ein bisschen was zum Schmunzeln? Ich war im Theater an der Kassa und habe zu der Dame gesagt, ich hätte gerne 2 Karten, bitte. Und die Dame sagt, für Tristan und Isolde. Und dann sag ich, jetzt kommt die Pointe, nein, für mich und meine Frau. Und dann rast der Saal. Den Witz hast du mir schon 100 Mal erzählt. Hanneke, warum trägst du eigentlich immer einen Smoking? Weil es sich für mich nicht lohnt, mich ständig umzuziehen zwischen all die Preisverleihungen. Michael, darf ich Michael sagen? Würdest du die Güte haben, mir vielleicht von dir ein Foto mitzugeben, damit ich dich immer bei mir habe? Du Scherzkeks, wo soll ich jetzt ein Foto herkriegen, ha? Entschuldigung, da liegt doch auf deinem Bauch eins. Wo? Ah ja. Stimmt, ja, das kannst du haben. Danke. Oh, da. Hanneke. Ja. Noch eine Frage. Ich würde dich gerne porträtieren. Darf ich von dir eine Zeichnung, wie sagt man, anfertigen? Alles böse. Bitte stillhalten, Hanneke. Es ist nicht so gut wie das Porträt, das ich von Quentin gemacht habe. Gut, Quentin ist viel schöner als du, nicht ein schöner Mann, schöne Augen, Konturen im Gesicht. Du bist ja ein alter, grauer Zausel, Hanneke. Wenn's noch einmal den Namen von dem Proleten in meiner Gegenwart erwähnst, dann schierst du dir das Gesicht aus der Visage. Dann hast du zum ersten Mal der Oscar Goes to the Dead Man. Und das ist nicht mein Niveau. Zeig her den Schaß. Oh, bitte, Michael, ich habe dich nackt gezeichnet. Aua, das tut doch weh. Die Gewalt kommt immer so überraschend bei dir, Hanneke. Gewalt kennt keinen Grund, sie kommt und geht, wie sie will, Walz. Quentin würde in dem Zusammenhang einmal... Wenn du noch einmal den Namen von Quentin Tarantino erwähnst, in meiner Gegenwart, dann schierst du dir das Gesicht aus der Visage. Aber Entschuldigung, mein Gesicht ist mein Kapital. Dann ist halt ein Kapitalverbrechen. Quentin hat mir einmal gesagt, dass er genau in diese... Plötzliches Ende. 2 Wochen nur mehr und dann werden Christoph Waltz und Michael Hanneke sämtliche Oscars in Empfang nehmen. Da bin ich ganz sicher. Alles, auch für Ausstattung, Ton, Musik. Wie großartig für dieses Land, oder? Ja, ist es ja, nicht hervorragend? Absolut. Zu uns kommen auch 2 große Männer, hätte ich fast gesagt. Es ist nur ein Mann, nämlich Oskar Bronder und eine großartige Frau, Elke Winkens, die auch für dieses Land einiges getan haben. Darüber wird zu reden sein. Jetzt müssen wir aber über Samenbanken reden, Stiermann. Wir müssen nicht, wir wollen. Ich wollte es. Es war in der Redaktion relativ umstritten, aber ich habe gesagt, ich möchte endlich einmal auch über Samenbanken reden. Es gab eine Zeit in meinem Leben, wo ich nicht wusste, was ich mit mir anfangen soll, habe ich viel Zeit in Samenbanken verbracht. Und was ich heute für eine Meldung gelesen habe, da habe ich echt gedacht, das muss ich Ihnen sagen. Ein deutsches Oberlandesgericht hat jetzt nämlich entschieden, dass anonym gezeugte Kinder in der Samenbank, die müssen jetzt den Namen des leiblichen Vaters wissen dürfen.
Ja, ja, genau. Das heißt, es ist nicht mehr anonym, in der Samenbank seinen Samen zu spenden. Was ein großes Problem natürlich ist, weil jetzt weniger Leute Samen spenden, weil die wenigsten wollen dann 20 Jahre später mit irgendwem was zu tun haben. Du sagst es, Konsequenz, es wird keiner mehr in die Samenbank gehen. Möglicherweise. Ja? Das heißt, sie müssen jetzt eine große Werbeoffensive starten. Man braucht, ja, genau, man braucht eine große Werbeoffensive für die Samenbanken dieser Welt. Und da bin ich der Erste, der in die Bresche gesprungen ist und hier eine kleine sozusagen PR-Linie vorgeschlagen habe. Hier sind meine Plakate, um die Samenbank wieder attraktiv zu machen. Meine Spende lebt. Samenbank, danke fürs Kommen, das ist auch gut. Lass dir doch mal was durch die Finger gehen. Samenbank, und das ist das Beste, deine Hand würde Augen machen. Ja, könnte funktionieren. Ist das Schönste eigentlich, ne? Deine Hand würde Augen machen, ist eigentlich das Schönste. Ja. Ich habe ein interessantes Foto gesehen. Vom nordkoreanischen Diktator Kim Jong-un. Schauen Sie das mal an, das Foto. Das ist der Diktator. Das ist ganz interessant. Er raucht eine Kim. Und aber das ist nicht das Interessante ist, rechts neben ihm ist ein Smartphone. Und viele vermuten jetzt, dass das ein Samsung ist aus Südkorea. Ne? Aber es wurde dementiert. Es ist nicht aus Südkorea. Es ist ganz einfach ein nordkoreanisches Samsung-Un. Ist gut, schlechte Witze ganz langsam erzählen. Ja. Willst du es nochmal erzählen? Noch langsamer? Na, aber ist doch gut. Ja. Was? Weil dann entsteht nicht so was wie Scham. Weil der schamhafte Mensch erzählt etwas ganz schnell. Weil es so schnell wegspielen will, wenn man es so breit macht. Mhm. Na, das ist, glaube ich, auch unter Umständen vielleicht auch das Erfolgsrezept von Oskar Bronner. Mit einer sonoren Stimme überzeugt man sofort alle Menschen. Ne? Aber du willst nicht diesen nordkoreaner Witz vergleichen mit dem Standard? No. Warum nicht? Machst du so einen Kniefall vom Standard oder was? Nein, aber schlechter als der Witz ist keine... Entschuldige, wer war denn in der Redaktionssitzung dafür, dass man das nimmt? Das hast du ausgewählt. Ich hätte den Dreck doch nie in die Sendung gelassen. Ja, aber warum sagst du einen Dreck, den du nicht sagen möchtest? Du kannst ja gleich bei heute arbeiten. Da hieß es von der Redaktionsleitung, dass wir sonst nicht auf die Zeit kommen. Hast du nicht andere Sorgen? Entschuldige, wer ist denn in der Sitzung immer derjenige? Doch, das ist lustig, das lass mal drin. Doch, das mach mal. Ich sag doch immer raus mit dem Scheißdreck. Das ist echt eine Fremde, sag's doch mal in die Kamera. Weißt du, was mir Sorgen bereitet? Ja, was macht das BZÖ? Das ist die einzige Sorge. Nein, nicht das. Wir denken nicht dauernd nur ans BZÖ. Was uns Sorge bereitet, ist natürlich der Papst. Was ist los ja, mit dem Papst? Was der mit dem Papst ist zurückgetreten. Der oh Papa, Gott. Papa Ratzinger ist zurückgetreten. Und wir sind die erste Sendung im deutschsprachigen Raum, die mit dem Heiligen Vater jetzt Kontakt aufnehmen. Ich habe total Angst, dass er evangelisch wird. Ja. Lieber Herr Ratzinger, sind Sie schon, darf ich raten, wie nennt man den Papst eigentlich jetzt? Heiliger Vater, jetzt kommen wir uns gleich drauf. Heiliger Vater, wie spricht man Sie jetzt an? Wie man mich anspricht, also Sie können Ex-Pontifex sagen zu mir oder auch kurz Pontiex, gell? Müssen Sie Ihre Antworten ablesen? Wie stört man seine Witze? In meinem Alter ist es manchmal besser, wenn man also so tut, das würde man ablesen. Dann hat man immer zur Sicherheit da was. Was war die Frage? Die Frage, das war nur so eine, so by the way. Aber die Frage ist jetzt natürlich, was werden Sie jetzt machen, lieber Papst? Also die Frage, was ich nachher machen werde, der Letzte, der zurückgetreten ist, der wurde ja von seinem Nachfolger in den Kerker gesteckt. Ich hoffe, also, dass mir das erspart bleibt, dass ich die Abfertigung neu bekomme und anschließend vielleicht mit einer Unternehmerförderung in die Privatwirtschaft wechseln kann. Multimedia-Beratung, das schwebt mir vor. Ich habe ja Erfahrungen mit Twitter gemacht in den letzten Monaten. Das wird sich ausgehen. Ne? Lieber Heiliger Vater, eine Frage ist mir noch gestattet. Ja. Ist vielleicht eine... eher ein Problem dritter Ordnung, aber was passiert jetzt eigentlich mit den ganzen Merchandising-Produkten, wo Ihr Gesicht drauf ist, die Tassen, die Teller, muss das jetzt alles weggeschmissen werden? Ja, eine sehr gute Frage, habe ich mir auch schon Das hängt natürlich davon ab, wer der Nachfolger wird und wie attraktiv der dann sein wird, aber wenn Sie bei mir Merchandise weiterhaben wollen, ich werde es dann selbst vertreiben im Eigenverlag, Sie können es weiter bestellen.
Jetzt natürlich die große Frage, wer wird Ihr Nachfolger? Haben Sie da es auch ein Wörtchen mitzusprechen? Naja, das dürfen ja nur die bis 80 wählen. Wenn Sie das nicht wissen, Sie sind ja wahrscheinlich kein gläubiger Mensch. Nicht? Wie Sie Heiliger Vater, aber halten Sie die Groschen, das Amtsgeheimnis. Nicht verraten, wer Nachfolger wird. Also, ich werde eine Weltreise machen. Die Ärzte haben mir das Fliegen verboten, aber von Kreuzfahrten hat niemand was gesagt. In diesem Sinne, ad multus annus. Wiederschauen, ich habe keine Zeit mehr jetzt. Ja, vielen Dank. Dankeschön, Heiliger Vater. Leben wünschen Dankeschön. Wir Herrn Ratzinger. Vielen Dank. Ich bin sehr gespannt, wer der neue Papst wird. Papst Meine ist ein gutes Stichwort. Meine Damen und Herren, der Journalismus-Papst. Des Journalismus genau. In Österreich. Oskar Bronner und Elke Winken sind heute zu Gast bei uns in der Sendung. Und Magister Edlinge, man darf Magister nicht mehr sagen, weil er ja, die meisten seiner Rezepte seine Rezept hat er meistens abgeschrieben. Ach so, ja, stimmt. Jetzt sagen wir einfach das nur heißt, der Edlinger hat der für Edlinger hat für uns sich überlegt, was Winkens und Bronner eventuell gemeinsam haben könnten.